extremistisch. Echte Männer sind recht. Einen wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 260. Folge der Honigwabe. Und damit auch willkommen an meinen geschätzten Co-Host Kasper. Ja, hallo Schlomo. Damit kommen wir zu einem der heutigen Hauptthemen. Wir kommen zu Kompakt. Tja, Nancy Faeser ist ja, seit sie 2021 zur Innenministerin ernannt wurde, bekannt für verantwortungsvollen und maßvollen Umgang mit der Macht, die diesem Amt innewohnt. So ließ sie etwa den Chef der Cybersicherheitsbehörde des Bundes geheimdienstlich überwachen und letztlich auch feuern. Und zwar, weil sie in einer Böhmermann-Sendung gehört hatte, dass er ein russischer Spion ist oder so ähnlich. Irgendwelche dubiosen Kontakte nach Russland hätte. Das hat sich alles im Nachhinein als falsch erwiesen. Dennoch hatte das dann Bestand. Und an ihrer Karriere hat das am Ende nichts geändert. Also sie konnte weiter ihr Amt da ausüben. Und auch die Kritik daran hat irgendwann nachgelassen und ja, ist inzwischen komplett abgeebbt. So argwöhnisch ist sie aber nicht immer drauf. Ich will noch mal erinnern an ihr Projekt, die Verfassungsschüler. Das war ja unter ihr initiiert worden im Innenministerium, wo vor allem Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund herangeführt werden sollten an das politische Miteinander. Denen beigebracht werden sollte, wie man sich sozial engagiert und politisch engagiert und ja einbringen kann und einstehen kann für die eigenen politischen Ideen. In ihren Worten war es oder diente das Ganze dem Folgenden: Demokratie passiert nicht einfach so. Sie muss gelernt und geübt werden. Mit unserem Projekt Die Verfassungsschüler machen wir Demokratie erlebbar, begeistern Jugendliche für politische Teilhabe und begleiten sie auf dem Weg zu ihrem eigenen zivilgesellschaftlichen Engagement. Hier sehen wir nun das Abschlussfoto mit Nancy Faeser. Das sind die Absolventen von diesem ja, Kurs quasi, die Verfassungsschüler, die das Ganze ein Jahr lang gemacht haben und dann diese Urkunde von ihr überreicht bekommen haben, zusammen mit ihr. Und wir sehen, dass einige ihrer Verfassungsschüler den Wolfsgruß zeigen. Das ist die Erkennungsgeste von der größten rechtsextremen Organisation Deutschlands, natürlich eine ausländische, ne? Also türkische Nationalisten, einige Leute aus dem Umfeld von Faeser würden sagen Faschisten, die Rabia-Geste, das ist die Geste der Muslimbruderschaft, das ist wahrscheinlich die bedrohlichste islamistische Organisation, wenn es um den Umbau von Ländern geht, also die langsame Islamisierung geht, die es überhaupt gibt. Die haben das verwirklicht in Ägypten, also die haben in Ägypten eine islamistische Regierung an die Macht gebracht, bevor sie wieder gestürzt wurde vom Militär. Wir sehen außerdem auch den Tauhid-Finger, die Lieblingsgeste von unserem guten Rüdiger bei der Nationalmannschaft und diverse andere interessante Sachen. Tja, dieses Bild hat sie übrigens selber publiziert auf ihrem Twitter-Account mit einem Text, der sich ähnlich liest wie das, was ich gerade von ihr zitiert habe. Es ist wichtig, dass junge Menschen sich gesellschaftspolitisch einbringen, doch Jugendliche müssen einen Einstieg in das Engagement finden. Darum liegt mir das Projekt der Verfassungsschüler sehr am Herzen. Es schafft Räume, Begegnungen und Vorbilder, um Demokratie zu erleben. Und dann postet sie selber dieses Bild, auf dem der Ausschnitt zu sehen ist, den wir gerade gesehen haben. Tja, auch mit extremistischen bzw. auf der anderen Seite demokratischen Medien kennt sie sich aus. Monate vor ihrem Amtsantritt schrieb sie noch einen Artikel für eine Zeitung namens Antifa. Das ist der Name dieser Zeitschrift. Und Nomen est Omen, die Zeitschrift wird herausgegeben, was sie selbstverständlich wusste, vom VVN-BDA, welcher laut ihrer eigenen Behörde, laut dem VS, aus Marxisten besteht, die die parlamentarische Demokratie für faschistisch oder im besten Fall eine Vorstufe zum Faschismus halten und sie beseitigen wollen und stattdessen den Marxismus einführen wollen. Tja, all das wurde nie aufgearbeitet, sie hat sich nie distanziert, sie hat sich nie entschuldigt, es wurde am Ende ja entweder totgeschwiegen oder beschönigt in den Medien. Und am Dienstag meldete sich diese Frau dann in einem kleinen Hochkant-Video auf dem X-Account vom Innenministerium mit folgender Botschaft zu Wort. Ich habe heute das rechtsextremistische Kompakt-Magazin verboten. Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten. Das selbsterklärte Ziel ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft. Dieses Magazin hetzt und agitiert auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie. Dass sie ausgerechnet diese Formulierung benutzen muss, ne? Die wollen die parlamentarische Demokratie also abschaffen, Nancy. Tja, wer hat dir das gesagt? Der VS möglicherweise? Also müsstest du dann nicht eigentlich für die eine Kolumne schreiben, statt die zu verbieten? Bemerkenswert finde ich auch, dass ihr Messaging offener autokratisch geworden ist als in der Vergangenheit. Ich meine, allein der Anfang davon. Ich habe heute das rechtsextremistische Kompaktmagazin verboten. Ich habe heute ein Medium verboten. Unverschämte Art und Weise vermessen, ne? Ja, absolut unfassbar. Bisher
kann man da eher, also es war dasselbe. Ne? Es ist alles immer in dieselbe Richtung geflossen, an Zensur und Knüppeln zwischen die Beine, die Medienoutlets geworfen wurden oder YouTubern, Streamern und allem Möglichen. Aber bisher kann man eher immer über die Schiene Passierschein A38 nicht eingeholt. Oh, irgendeine Behörde hat da irgendeine Spitzfindigkeit gefunden. Gericht so und so hat beschlossen, das ist jetzt rechtsextrem und du kannst Rechtsmittel dagegen einlegen und bla und bla und bla. Halt formalistischer das Ganze durchgeführt. Aber nein, jetzt sind wir bei, ich habe die heute verboten. Ja, ich bin Nancy Faeser und ich habe heute dieses Magazin verboten. Juristisch durchgeführt wurde es dann aber doch, wenn man so will, über eine Passierschein A38-mäßige Spitzfindigkeit, und zwar über ein Vereinsverbot, was eigentlich wenig Sinn ergibt. Die GmbHs, also es sind zwei GmbHs, über die jeweils das Magazin und der Fernsehsender läuft, wurden zu Vereinen erklärt, um sie dann einfacher dicht machen zu können. Ich habe persönlich mit einem Anwalt mich in Kontakt gesetzt und habe mit dem darüber geredet. Dessen Meinung war, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im Nachhinein kassiert werden. Und zu dem Schluss kommt auch der Rechtsprofessor Böhme-Nessler von der Uni Oldenburg. Ja, Steinhöfel ebenfalls und 5, 6 weitere namhafte Rechtsanwälte ebenfalls. Also um es kurz zu machen, meine Meinung dazu, ich glaube, das wird kippen. Ja, Böhme-Nessler, den ich hier gerade zitieren will, das ist der Typ, der in der Berliner Zeitung befragt wurde. Und der hat das verglichen, also die Medien GmbHs zu Vereinen umzudeklarieren, damit man sie leichter verbieten kann oder auflösen kann, damit, dass man eine Ehe einfach zu einem Verein umdeklariert, damit man die Ehe auflösen kann. Tja, also kreativ. Eine Klage von Elsässer wird mit hoher Wahrscheinlichkeit von Erfolg gekrönt sein. Das zeigt aber oder unterstreicht nur nochmal, wie perfide hier die Beweislast und die Unschuldsvermutung umgekehrt wurde. Ne? Normal in einer Demokratie wäre eigentlich, dass der Staat zunächst beweisen muss, dass du irgendwas Falsches gemacht hast, dass man dich verbieten kann, irgendeine rechtliche Grundlage dazu hat, dass man deinen Scheiß dicht machen kann, dir die Tür eintreten kann und so weiter und so fort. Und nicht du nachher das Gegenteil, um diesen Schaden wieder rückgängig zu machen oder zumindest ihn zu stoppen, ne? Wieder publizieren zu können. Wir sehen hier gerade im Hintergrund, wie die staatsgefährdenden Stühle und sonstigen Möbel von Elsässer aus dem Haus geschafft werden von der Polizei. Ich frage mich auch, was das für ein Gefühl sein muss. Ne? Wenn einer von diesen extremes Mobiliar. Wenn einer von diesen maskierten, schwerst bewaffneten Polizisten ist und das ist, womit du dich beschäftigst. Du gehst zum alten Mann nach Hause und klaust ihm seine scheiß Möbel, weil Nancy das gesagt hat. Die werden ja auch direkt von richtig guten Kameras erfasst, ne? Das ist auch ein Zufall. Ja, fast so, als wollte man wieder. Bereitstand. Ich meine, das war ja damals schon der Fall bei dem großen Ravioli-Putsch, genau, dass da Kamerateams, ja, da mit Spezialkommandos, das waren ja noch ganz andere Bilder, ne? Das waren irgendwelche wirklich Sturmgewehr da reinstürmenden Spezialkommandos. Damit wollte man damals die gefährlichen Bilder schaffen, im Sinne von, wenn der Staat so reagiert, müssen das ja ganz schlimme sein. Tja, und die waren so gefährlich, dass man das vorher an die Presse durchstechen konnte und dann mit Kamerateams das Ganze begleiten konnte. So wie in diesem Fall offenbar auch. Es gibt ein 88-seitiges Dokument von Faeser, in dem sie erklärt, warum ihrer Meinung nach Kompakt verboten werden sollte. Und darin stützte sich in erster Linie auf eine Aussage von Elsässer. Und zwar, dass er gerne den Sturz des Regimes sehen würde, beziehungsweise diesen begünstigen will durch seine Medienarbeit. Ich habe mal im Duden herausgesucht, was die Bedeutungsspannbreite, die Definitionsspannbreite von Sturz ist in diesem Sinne. Und da finde ich als erste Definition das folgende: Durch Misstrauensvotum erzwungenes Abtreten einer Regierung, eines regierenden Ministers oder Ähnlichem. Man könnte natürlich auf der anderen Seite auch sagen, jedem Menschen ist klar, dass du damit mindestens genauso gut, wie du einen gewaltvollen Umsturz meinen könntest, einen ganz normalen Umsturz im Sinne einer Wahl, sie verlieren dann ihre Macht, meinen könntest. Das ist jedem Idioten klar. Hast du die Debatte zwischen Agitator und Prototopia gesehen? Ja. Also da hat er auch wieder auf autistische Art und Weise so getan, als könne man das gar nicht wohlwollend interpretieren. Also damit muss gemeint sein, dass man den Leuten mit einem stumpfen Messer den Kopf abschneiden möchte. Ja, anders kann das nicht gemeint sein. Ja, und er war auch richtig geisteskrank und bösartig. Ne? Also der Agitator kam kaum zu Wort, beziehungsweise hat sich Erwin ist zurück. Er ist richtig zurück, stärker als jemals zuvor. ja, fast schlimmer als damals. Oder ich würde sagen, wahrscheinlich ähnlich. Wahrscheinlich ähnlich schlimm, aber jetzt ist das alles persönlicher, weil er uns halt kennt.
Ja. Tja, wie könnte ein Medium zu so einem Sturz eines Regimes einer Regierung beitragen? Etwa, indem Skandale aufgedeckt werden vom Medium. Also so wie damals als Spione, die in Kontakt mit Böhmermann standen, auf jeden Fall auch an ihn die Informationen nachher durchstochen, den österreichischen Vizekanzler stundenlang bei einem privaten Treffen aufzeichneten und dann irreführend geschnittene 90 Sekunden davon an die Medien gaben. Das wurde dann rauf und runter gespielt und daraufhin wurde die österreichische Regierung gestürzt. Die brach dann zusammen und es gab Neuwahlen. War das ein demokratiefeindlicher Putsch oder war das ein legitimer Sturz? Und wenn letzteres, dürfen solche legitimen Stürze dann generell nur von linksextremen Medien herbeigeführt werden? Dafür aber dann in dem Fall sogar auf manipulative Art und Weise? Tja, ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr seit wahrscheinlich so den Zeiten von Helmut Kohl, man kann wahrscheinlich den Anfangspunkt nehmen, wo auch immer man will, auf jeden Fall seit oder vor einigen Jahrzehnten selber damit begonnen habt, revolutionsartig diesen Staat, diese Gesellschaft umzubauen und zwar ohne eine Kugel zu verschießen. Ihr saht euch damals einem, in euren Worten, rassistischen, patriarchalen, christlichen, ewiggestrigen Regime gegenüber, wie wir es heute mit einem geisteskranken und bösartigen Regime tun. Und ihr habt ja ein metapolitisches Machtbollwerk aus Medien, Instituten, NGOs, Bildungswesen etc. hinter diesem Regime ausgemacht. Dieses infiltriert und von innen heraus zerstört, wenn man so will. Ihr habt die Gesellschaft von Grund auf umgegraben. Und es bekämpft, am Ende besiegt, ohne dass es einen gewaltsamen Putsch gab. Genau dasselbe will ein Elsässer auch. Ne? Ein Elsässer will die Umkehr von eurer Revolution, will eine Revolution, ohne dass eine Kugel verschossen wird, auf gesellschaftlicher Ebene über die Machtstrukturen, die im Hintergrund laufen. Er will, dass ihr dieser beraubt werdet, so wie ihr die Konservativen davor sie dieser beraubt habt. Tja, in dem 88-seitigen Dokument ist auch davon zu lesen, dass eine verfassungsfeindliche Radikalisierung von Bürgern seitens Kompakt stattfindet. Und dafür wird ein Beleg angeführt, der unglaublich lustig ist. Der Hausmeister? Ist es der Hausmeister? Ja, ist der Hausmeister. Okay. Aha. Der Hausmeister ist ein Paradebeispiel dafür, dass Kompakt Leute verfassungsfeindlich radikalisiert, weil er 2023 zu Jürgen Elsässer gesagt haben soll, ich habe schon überlegt, ich habe ja hier die Knarre, ich müsste dem Habeck mal ein Auge ausschießen. Entschuldigung, also wenn ich jemanden umbringen möchte, ich glaube, ich würde das anders ausdrücken, als auch mit dem Auge rausschießen. Das ist für mich... Ja. Ja, zum Auge komme ich gleich sogar noch. 99% halten Joke. Also, er mag diesen Mann nicht. Zunächst einmal, selbst ich habe hier eine Knarre und ich will Habeck über den Haufen schießen. Das ist ein Stammtischspruch, der wahrscheinlich 10.000 ja. Mal am Abend ja. in Deutschland fällt und im Promillebereich auch nur im entferntesten ernst gemeint sein wird. Ja. Dann, selbst wäre er ernst gemeint. Wahrscheinlich 10-mal häufiger AfDler. Obwohl Stammtisch, ich nehme das klar. zurück. Beim Stammtisch ist die Welt doch in Ordnung. Ja, also sagen wir mal, in Redaktionsstuben oder so, wo man nicht mal damit hinterm Berg halten konnte, wie geil man das gefunden hätte, wenn live im Fernsehen Trump seine Gehirnmasse aus dem Schädel entfernt worden wäre. Ja, da findet man sowas, glaube ich, auch. Nicht gerade im Promillebereich. Ja. Ja, dann, selbst wäre es ernst gemeint gewesen von diesem Hausmeister, müsste dir erstmal belegen, dass er durch das Kompaktmagazin auf diesen Gedanken gekommen wäre. Und selbst wäre das so, bräuchtet ihr dann eigentlich Tausende oder Zehntausende, die primär wegen dem Kompaktmagazin ja gewaltaffin, verfassungsfeindlich oder sonst was geworden sind. Es ist halt vollkommen lächerlich. Ne? Ich meine, Faesers Verfassungsschüler wären ein besseres Argument dafür, dass das Innenministerium verboten werden sollte, als dieser ja. Hausmeister dafür, dass Kompakt verboten werden sollte. Tja, und darüber hinaus, nochmal zur genauen Formulierung, du hast gerade angesprochen, das Auge ausschießen, schon mal eigenartig, ich habe schon überlegt, ich habe hier ja die Knarre, ich müsste dem Habeck mal ein Auge ausschießen, mit einer richtigen Knarre schießt man niemandem ein Auge aus, sondern stimmt, das Gehirn. Stimmt, ist eine schöne Überlegung, ja. Insofern, ich glaube mit, ich habe hier ja die Knarre, ja. meint er ein scheiß Luftgewehr. Ja, ja, oder eine Airsoft oder sowas. Wo dann auch die Frage ist, was bringt denn das, auf Habeck zu schießen mit einem scheiß Luftgewehr? Also toll, dann hat Habeck da das seine... Das ist eine lustige Augenklappe. Ja genau, lustige Augenklappe, vielleicht auch Trump-Bilder. Vielleicht kann er dann auch irgendwie die Faust gegen den Himmel recken, wenn da so ein bisschen blutet im Gesicht. Sähe vielleicht sogar episch aus. Was soll denn das bringen? Also kommt doch gleich mit, der Hausmeister hat mal darüber gescherzt, dass man Baerbock ein Furzkissen auf den Stuhl legen könnte oder so. Es ist vollkommen lächerlich. Aber weiß man, in welchem Kontext der Hausmeister das gesagt hat und... Wie kam man überhaupt an diese Aussage ran? Also, sind die aufgezeichnet worden? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Das würde es nämlich noch besser machen. Also überleg mal, die werden nachrichtendienstlich überwacht.
Und dann ist ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre später, das Beste, was sie haben, was sie anführen müssen als Grund für ein Verbot dieser GmbH. Das. Ja, ja. Ich befürchte, genauso ist es, Schlummo. Es ist eigentlich schockierend, wie wenig radikalisiert die Rechte ist. Ne? Weil mit all diesem Ermittlungsdruck und geheimdienstlichen Mitteln und V-Männern und so weiter kommt immer nur so ein Scheiß. Also wieso kommt denn niemand? Ja, jedes Mal. Ihr müsst doch mal irgendeinen Durchgedrehten finden, der wirklich was machen will. Meine Fresse. Tja, Faeser argumentiert dann noch dafür, dass diese scheiß Doppelbenennung von Compact und Compact. Ja. Compact ist der gekackte Laden, wo Raik Anders untergekommen ist und Compact ist der Laden, der es dicht gemacht wurde, dass Compact kein echtes Medium ist, denn es sei, Zitat, kein Markt der Meinungen, sondern gäbe nur Elsässers Meinung wieder. Also erst einmal. Sagt wer? Sagt Faeser. Ja, sagt Faeser. Und weil sie das sagt, ist das so. Ich nehme an, damit das für Faeser ein Markt der Meinungen wäre, müsste etwas Regierungstreueres bzw. Progressiveres, als Faeser es selber so sieht, da auch veröffentlicht werden. Ne? Also ich glaube, ein Meinungsspektrum von irgendwie Wagenknecht altlinks zu Neurechts, das ist kein Meinungsspektrum. Ne? Das ist halt regierungsfeindliche Hetze und insofern ist das eine Meinung. Es ist halt Elsässers Meinung. Aber du musstest halt irgendwie, keine Ahnung, das reicht doch nicht, Crossdressing an den Kitas reicht doch nicht, wir müssen Crossdressing machen mit auf der Säuglingsstation, ne? Auf der Frühchenstation müssen wir denen die Kleider des anderen Geschlechts anziehen. Das muss da geschrieben werden, damit das ein Meinungsspektrum wäre. Tja, selbst wäre das so, wäre es kein Argument, aber ja, da haben, wie gesagt, schon Altlinke geschrieben. Ich würde vorsichtig behaupten, dass innerhalb von Compact eine größere Meinungsvielfalt herrscht als innerhalb vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ne? Wo, wie ich nochmal erinnern will, 92% der Volontäre Rot-Rot-Grün wählen, also im Kern dieselbe Partei. Tja, kommen wir zu einem weiteren Aspekt. Ich gehe auch langsam aufs Ende hier zu von Ihrem 88-Seiten-Dokument. Sie haben die Pressefreiheit quasi damit ausgeflankt oder haben Sie überhaupt nur zur Kenntnis genommen mit dem Satz, dass sie nicht zum selbstständigen Prüfungsmaßstab erhoben werden müsse. Also in anderen Worten, scheiß drauf. Dieser Professor von der Uni Oldenburg. Ich habe es auch nicht wirklich verstanden. Okay. Also, das stimmt schon. Das ist halt so was Formalistisches. Pressefreiheit, die Pressefreiheit muss hier nicht zum selbstständigen Prüfungsmaßstab erhoben werden. Ich nehme an, das soll sowas heißen wie andere Dinge können da überwiegen. Das gilt hier nicht. Mhm. Der Professor von der Uni Oldenburg sagt, das Ganze ist verfassungsfeindlich und sagt, dass das Verfassungsgericht das Ganze letztlich kassieren wird, wenn es soweit kommt und es nicht vorher schon zurückgenommen wird. Dennoch ist der Schaden natürlich erstmal gemacht. Und dann ist natürlich auch die Frage, während Corona haben wir gesehen, wie regierungstreu das Verfassungsgericht da agiert hat. Die haben quasi alles durchgewunken. Dann ist die Frage, ob derselbe mediale Druck auch hier herrschen würde, das durchzuwinken. Ich denke, ein gewisser Druck würde auf jeden Fall aufgebaut werden. Und selbst wenn das Verfassungsgericht das Ganze noch kassieren sollte, sei daran erinnert, was sie schon politisch alles überlebt hat. Denn er prophezeit, Faeser, dass sie daran zugrunde gehen wird. Also dieser Typ von der Uni Oldenburg, dieser Rechtsprofessor, sagt in der Berliner Zeitung, dass sie eigentlich ihren Hut nehmen müsste, wenn das ganze Ding hier durch ist. Weil das ja ein grotesker Missbrauch ihrer Macht war und ein grotesker Bruch vom Grundgesetz. Selbst wenn das passiert, sie hat alles Mögliche politisch überlebt. Sie hat es politisch überlebt, den Chef von der Cybersecurity-Stelle vom Bund zu feuern und geheimdienstlich zu überwachen wegen der Böhmermann-Sendung. Und wenn man das überlebt, kann man, glaube ich, noch weiteres überleben. Ich glaube, sie ist so ziemlich das Auge vom Orkan der progressiven Verwüstung. Ne? Ich glaube, sie ist da nicht wegzukriegen. Sie ist halt tief, tief drin, eine hundertprozentige. Und bis sie ihren Hut nimmt, keine Ahnung, müssten noch wesentlich schlimmere Sachen auftauchen. Selbst wenn sie dann doch ihren Hut nimmt, ich habe das im Livestream am Donnerstag schon kurz angesprochen, Schlummo, dann setzt sie uns da jemanden wie die Ferda Atamann hin. Also klar. Es wird nicht besser, nur weil die Faeser weg ist. Es wäre natürlich ein Symbolsieg. Ne? Es wäre ein Symbolsieg und es würde nochmal eine Grenze etablieren, die vielleicht dann ein paar Jahre uns erkauft, bevor es wieder so autoritär werden kann. Also ein, das ist zu weit. Du kannst nicht einfach dich hinstellen und sagen, ich, Nancy Faeser, verbiete jetzt dieses Medium, die gefallen mir nicht. Das ist zu viel, da musst du deinen Hut nehmen am Ende. Das wäre zumindest ein kleiner Sieg. Aber wir werden es sehen. Tja, und zunächst, der Schaden ist ja angerichtet, ne? Ohne Gerichtsbeschluss wurde ein Medium verboten, darf nicht mehr verkauft werden, darf nicht mehr verbreitet werden. Ich habe Videos davon gesehen, wie Leute wegen einem Kompakt-T-Shirt belästigt wurden von der Bullerei auf der Straße.
Ja, was nicht mal absolut kompakt. Ich glaube, da stand drauf irgendwie C oder das verbotene C oder sowas. Also da stand nicht irgendein Spruch, es war halt Merch, genau. Es war Merch von Kompakt gekauft, wo irgendein Spruch drauf stand, irgendwie gegen Merkel oder so und dann das C. Und ja, dafür wurden die belästigt und wurden dann Platzverweise erteilt und deren Personalien aufgenommen. Tja, und wie gesagt, es wurden in vielen Bundesländern Türen eingetreten deswegen. Hier schildert Elsässer nochmal, wie das Ganze bei seiner Frau abgelaufen ist. Und am allerschlimmsten lief es in der Zweitwohnung meiner Frau im Hessischen, wo sie sich zufällig aufhielt. Da standen die Beamten, das muss man sich mal vorstellen, plötzlich um das Bett meiner Frau rum. Meine Frau wacht auf und schwer bewaffnete Polizisten sind rund ums Bett. Und dann wurde der Befehl gegeben, stehen Sie bitte auf. Und dann hat sie auch schlaftrunken gesagt, Entschuldigung, ich bin nackt. Dann ziehen Sie sich was an. Aber die Beamten sind nicht rausgegangen aus der Wohnung. Ja, sie haben ihr ein T-Shirt hingeworfen, aber sind nicht rausgegangen. Da war die größte Beschlagnahmung. Meine Frau hat kurz vorher von ihrem Privatkonto 15.000, 16.000 Euro abgehoben. Die hat der Staat konfisziert. Das hat der Staat geraubt. Meine Frau hat eine private Münzsammlung über, was weiß ich, 20 Jahre angelegt, wurde konfisziert. Mir fiel übrigens gerade ein weiterer dieser Juristen ein, die gesagt haben, dass das keinen Bestand haben wird. Wolfgang Kubicki. Der hat sich dazu auch schon geäußert. Das sagte dazu wohl nichts. Ich habe zum Beispiel noch einen Tweet für dich, Schlummo, aus dem Jahr 21. Ich will dir mal kurz vorlesen. Ohne Pressefreiheit keine Demokratie. Der Medienschaffende angreift, beleidigt und an der Arbeit hindert, greift unsere Demokratie an. Umso wichtiger ist es, sie vor Übergriffen zu schützen, auch und gerade auf Demonstrationen. Ja, nicht nur, Corona, aber auch und gerade. Ja, da ging es darum, dass irgendwie drei Journalisten angepöbelt wurden von Corona-Demonstranten, die als die letzten Monster hingestellt wurden. Angeguckt. Böse angeguckt. Ja, genau, böse angeguckt und so weiter. Und sie daran behindert wurden, damit ja frohen Mutes ihre Arbeit zu verrichten, dass sie sich da den einen Typ mit einer Reichsflagge raussuchen und dann von einer Demo schreiben von 40.000 Neonazis. Ja, weißt du, von wem der Tweet war? Fäse? Ja. Ja, ohne Pressefreiheit keine Demokratie. Nancy Faeser am 20. April, passenderweise 2021. Tja, wunderschön. Die Temperatur erhöht sich langsam und ich denke, neben dem juristischen Aspekt ist hieran auch wichtig, ich glaube nicht, dass der normale Mensch das gerne liest. Also ich glaube, das fühlt sich komisch und gruselig an, wenn er hört, Nancy Faeser, die Innenministerin, hat ein Medium verboten, hat eine Zeitschrift verboten. Vor allem eine Zeitschrift, die viele von denen... Also wahrscheinlich kennen werden, zumindest vom Anblick her. Ne? Also die man sieht manchmal an irgendeinem Stand oder so, zumindest im Osten. Lomo? Ja? Hier meine Kopfhörer spinnen so ein bisschen. Oder du hattest gerade einen Aussetzer. Kaufland hat ja auch ihren tollen Tweet gemacht darüber, dass sie sofort das aus dem Programm nehmen werden. Ne? Ja. In vorauseilendem Gehorsam. Hey Leute, wir sind gute Jungs, wir nehmen sofort das aus dem Programm. Die gute Nancy hat gesagt, das ist böse, verkaufen wir nicht mehr. Ja, ich habe den Kanal vor wenigen Monaten abonniert. 5, 6, 7 Mal reingeguckt oder so. Themen, also die sind schon am Puls der Zeit so, aber die Aufbreitung der Themen, das war nicht so richtig mein Geschmack. Das ist so ein bisschen unsere Thematik, eher so Boomer-konform, ja? Aber im Großen und Ganzen komplett harmlos, Alter. Auch das, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, dass die nicht einmal wegen irgendwas und versucht wurde, es einige Male schuldig gesprochen wurden. Die sind noch nie belangt worden wegen Volksverhetzung, wegen Beleidigung, wegen irgendwas. Nichts. Ja, auch also wegen seinem Sturzkommentar. Endete immer mit einem Einspruch, mit einem Freispruch. Auch sein Sturzkommentar wurde, soweit ich weiß, nicht mal juristisch verfolgt. Also die Sicherheitsbehörden, die Gerichte, denen war vollkommen klar, dass das nichts Verfassungswidriges oder irgendwie juristisch Belangbares war. Und ich fand auch interessant, dass in diesem scheiß 88-Seiten-Dokument überhaupt nicht angesprochen wurde, um welche Inhalte es eigentlich geht. Also es werden diese Worthülsen rausgehauen. Ja, immer alles schön vage halten. Ja, genau. Oh, Antisemitismus, sowieso immer, ne? Und Rechtsextremismus und Hass auf den. Reichel zu. Und der Hausmeister hat gesagt, ich habe ein Luftgewehr und das war's dann. Also der Hausmeister hat gesagt, ich habe ein Luftgewehr und das beweist dann, dass alles, was ich gesagt habe, stimmt. Das sind antisemitische, rechtsextreme Monster. Ich kann dir zum Antisemitismus ein bisschen weiterhelfen. Ich habe mich damit jetzt nicht tiefergehend beschäftigt, weil das ist meine Zeit einfach nicht wert. In der Regel kommt da immer nur Scheiße bei raus. Ja? Der Reichelt hat sich dazu auf News geäußert, hat den ekelhaften, ich zitiere hier, ekelhaften Antisemitismus des Kompaktmagazins. Er ist auf Fäsers Seite? Nein, überhaupt nicht. News, okay. Also
Das war übrigens auch schön zu sehen, dass sämtliche medialen Kräfte der konservativen Geschmacksrichtung da geeint waren, mit der Überzeugung, dass das völlig daneben ist. Auch News, auch Reichen. Denn das wäre suizidal. Ja, aber, also News, ja, klar. So sie nicht tiefer ins Establishment eingebunden sind, als es einem lieb wäre, die wären die Nächsten. Also wenn Kompakt wegkommen kann, kann News auch wegkommen, vollkommen klar. Ja, und da hatte Reichelt jedenfalls erläutert, dass die irgendwie mal ein Segment gemacht haben über irgendeine jüdische Vereinigung, Gmeniere oder so ähnlich, ein ganz komischer Name mit zwei Apostrophen drinne. Die hätten Reichelt irgendwann mal einen Preis verliehen für irgendwas. Und Kompakt ist der Meinung, jetzt nicht im Zusammenhang mit Reichelt, sondern im Zusammenhang mit diesem Verein. Ich glaube, die jüdische Freimaurerloge oder so, aber das offiziell, das ist keine Verschwörung. Die jüdische Freimaurerloge? Ja, irgendwie schnur, ich will, keine Ahnung, Mann, Alter. Es ist alles völlig bekloppt. Der Punkt ist nur der, dass Kompakt da in den Raum gestellt hat, dass die irgendwie gute Verbindungen hätten in alle Richtungen hin, also auch zur Politik und so, und deshalb mehr Spielraum hätten bei ihrer Tätigkeit als das bei anderen. Das war doch der ekelhafte Antisemitismus vom Kompakt-Magazin. Weißt du, was Besseres als das? Ah, Bneibrit. Wir haben es hier gerade im Live-Chat. Danke, Wolle Harz. Bneibrit. Ja. Wenn sich dann einer der populärsten, auf jeden Fall boulevardmäßigen Gegenjournalisten meldet und sagt, die haben mir auch schon einen Preis verliehen, dann ist das jetzt nicht gerade ein Argument dagegen. Ja, keine Ahnung. Also das ist, wie du schon sagtest, ja, dass immer dann verstehen zu wollen, okay, ich bin ja offen für Antisemitismus, zeigt ihn mir und dann finde ich das auch doof, wäre gar kein Problem. Aber dann kommt halt sowas, irgend so ein Verein, also unter Antisemitismus würde ich verstehen, irgendeine ernstzunehmende Abneigung gegenüber Juden. Aber nicht irgendeiner kleinen Subgruppe mit medialem Einfluss, deren Namen ich noch nie gehört habe, und die dann doof finden. Sorry, daraus Antisemitismus, das greift ein bisschen sehr weit. Ja? Die Ansicht, das ist so ähnlich, wie wenn ich meinen einen türkischen Nachbarn zum Kotzen finde und ich das erklären kann, wieso ich den zum Kotzen finde. Ja? Weil er, keine Ahnung, den Müll nicht korrekt trennt oder so und du machst mich dann deswegen zu einem Ausländerhasser. Das ist grotesk. Was ich zu hören bekomme, wenn ich in Berlin-Mohabit irgendwen auf der Straße frage, was hältst du von Juden? Das wäre Antisemitismus. Also das würde weit darüber hinausgehen. So ist es. Gut, dann. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Das ist mittlerweile eine halbe Stunde her, aber der Unwissener, ich habe mir das hier extra notiert, der hat im Live-Chat geschrieben, Erwin hat sich beim Agitator entschuldigt. Ja, ich habe das Ding sogar auch gesehen. Er hat sich entschuldigt, aber mit welcher Begründung denn? Ja, ich war dazu emotionalisiert und ich hätte nicht so reden sollen. Das war nicht gut, aber ich habe das schon mal erlebt, wie Rechtsextreme einen Staat übernehmen und dann machen sie nationalistische Sachen. Und du wirst nicht, dass sie nationalistisch, weißt du, so. Okay, alles klar. Alles klar. Er braucht mehr Crack als Handarbeiten, der Gute. Ja, wir sind durch und wir sehen uns wie immer in alter Frische nächsten Sonntag live um 18 Uhr hier wieder bei einer weiteren schönen Folge der Honigwerbe. Haut rein, bis dann und macht's gut. Ciao, ciao.